Hi. Ja, ist schon ein bisschen wieder was dunkel geworden. Ich bin an meinem Camp im Wald. Oh, ich sehe schon, das ist sehr, sehr dunkel. Oh, und ich sehe aus wie der Weihnachtsmann, so rot wie ich bin. Also, ich habe mal ganz kurz was aufgetrieben und das will ich auch wirklich nur ganz kurz vorstellen. Und das sind Gartenscheren. Und ich frage mich, warum die Leute Gartenscheren nicht beim Buschkraften benutzen. Also ich habe noch kein Video gesehen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht danach gesucht. Aber normalerweise wäre ich dann drauf gestoßen. Ich sag mal so, das ist ja eigentlich so ein Altherrentool. Wie jetzt sagt hier jemand, ich bin der Herr. Ihr Säcke! So, also ich habe hier zwei Gartenscheren aufgetrieben. Und das ist beim Aldi gewesen. Zwei Stück für 5,99 Euro. Und ich nehme jetzt erstmal nur hier diese. Das ist eine kleine Astschere. Sag mal, wenn einer eine Buschbox hat, eine Firebox oder ein Hobozwerg, damit kleines Holz zu produzieren, ist einfacher als wie mit einem Messer. Einfacher als mit einem Messer. Mann, Brehm, was hast denn du für ein beschissenes Deutsch bekommen? Schande über mich. Achtung, seht zu. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mehr so fit mit der rechten Hand, seitdem die mal gebrochen war. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Hier sind noch die Nähte. Ja, und hier habe ich mir, glaube ich, mal ein bisschen was vom Daumen abgeschnitten. Das gehört wohl beim Bushcraften dazu. So, und auch kleinere, feinere Arbeiten lassen sich hiermit machen, wie man sehen kann. So, und für 5,99 Euro, man kann natürlich auch im Baumarkt welche von Fiskars kaufen oder von Gardena, die kosten dann 20 Euro. Die Dinger sind einfach nachzuschärfen. Wirklich einfach nachzuschärfen. Das wiegt genauso viel, hier das wiegt genauso viel wie das Mora 500, ne Quatsch. Mit das Mora Companion. Ich hatte es vorhin auf der Waage liegen. So, ich nehme mal hier das. Das ist für noch feinere Arbeiten. Übrigens, wenn man das so hat, ich hoffe, man kann das so sehen, und hat dann, schnappt das ein nach der Benutzung. Ja, man hat also geschnitten und schnappt das ein. Aber eine Tasche braucht man nicht mehr. Ja, damit kann man doch schon mal auf Vampirjagd gehen, oder? Und auch hier so Arbeiten wie Baumrinde entfernen, geht hiermit auch. Und somit kann man seine Klinge schon vom Messer, denn wir haben ja, glaube ich, alle unsere Messer sehr lieb. Ich mein's auch, zum Beispiel, ja, das... Was habe ich denn jetzt? Das PLSK1 von Dave Canterbury und das Pathfinder Scout auch von Dave Canterbury. Und für so kleinere Arbeiten, denke ich mal, für 5 Euro einfach nachzuschärfen, kann man diese Klinge doch etwas schonen. Dann benutzt man dieses Messer und wenn, Messer, diese Schere, kann auch dann damit auch ein Hühnchen zerschneiden, wenn man eins fängt. Ja.
ich denke mal, so eine Gartenschere oder so zwei Gartenscheren in den Rucksack geworfen. 5,99 Euro. Einfach nachzuschärfen. Kostet nichts, wiegt nichts, schont das Messer. Und das mag ich. Das ist auch wieder mein Discount Bushcraft Gedanke. Danke fürs Zuschauen. Ich mache mich jetzt nach Hause, weil es wird schon wirklich so dunkel. Also natürlich ist es jetzt auf dem Video ein bisschen schlechter zu sehen, aber ich zeige es mal, wie das so aussieht. Könnt ihr sehen? Da oben, na, man kann es jetzt nicht sehen, zwischen den beiden Bäumen hier, da vorne ist der Mond und da hinten ist die Sonne schon untergegangen. Man kann noch nicht mal mit den Fingern jetzt abmessen, ob ich jetzt noch eine Viertelstunde habe, weil ich glaube, ich habe jetzt keine Viertelstunde. Ich muss jetzt nach Hause. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare, wenn gerne gesehen. Neue Subscriber natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, man kann wirklich gar nichts sehen. Wobei ich ja doch so einen schönen Shelter habe. Naja. Also dann, macht's gut. Tschüss.